Willkommen zu einem weiteren gemütlichen Röhrchen in Rolling Hills. So, wir wollen eigentlich unser Restaurant aufmachen, da wir Geld brauchen. Werden wir auch tun. Allerdings möchte ich einmal, wenn wir uns die Herausforderungen angucken, gibt 1000 Gold aus, können wir nicht machen, so viel haben wir nicht. Die 3 dreckigen Tische kriegen wir automatisch, aber wir können zumindest noch die 5 Punkte mitnehmen, um mit Vryn einmal plaudern. Das werden wir auch tun. Vryn war ja hier vorne unsere gute Dame im Möbelladen, glaube ich. Nicht, dass ich da jetzt durcheinander komme. Oh, das war sie, ne? Ja. Die Schönheit eines wahren Meisterwerks liegt im Detail. Jo, abgeschlossen. Und die 3 Tische kommt hier automatisch. Das mit dem 1000 Geld geht nicht, so viel haben wir noch nicht verdient. Na, willst du wohl gerade sagen, der wollte da gerade nicht hoch. Dann machen wir jetzt unseren schicken Laden auf. Ist auch aufgeladen, oder? Jo. Öffnen, damit wir an Money Money kommen. Wir haben noch viel, viel vor. Also so ist es nicht. Da kommen schon die ersten Gäste. Ein bisschen gemütlicher ist es bei uns auch schon. Gleich 3 Stück. Okay. Kriegen wir hin. Das wollte ich nicht. Hier, den da. Nein, nun nimm. Ich bin raus. Das ist auch nicht schön. So, hier. Das geht ja eh für alles. Bitte sehr. Und du kriegst auch das da. Dankeschön. So, ich muss erstmal wieder reinkommen. So, 2 Fisch kriegen wir mal hin. Und nochmal. Eine runde Sache haben wir abgeschlossen. Siehst du mal? Hier, bitte sehr. Den haben wir auch liegen. Die dreckiger Tisch. So, bitte sehr. Und den haben wir auch noch mal. Wir wollen schließlich einen guten Ruf. Gut, aber da kommt garantiert noch mal neue. Ich kann auch schon mal neu laden hier. Das bringt so sowieso nichts. Einen dreckigen Tisch hatten wir bis jetzt erst. Ich habe nicht gesehen, dass hier jetzt jemand geschlafen hat. Und das übersehe ich auch hier nimmer. Oh, einmal das. Okay, zweimal das. Nein. Das wollte ich. Die Hitbox ist manchmal etwas gewöhnungsbedürftig, aber das kriegen wir alles hin. Machen wir sauber hier. Lad mal neu. Oh, diese Blitzlichter. So. Nein. Ran sagen, hier wird nicht geschlafen. So, wir müssen einmal neu laden. Bitte sehr. Und hier gibt es auch noch mal gute Süßigkeiten. Ich hätte mal den da nehmen sollen. Egal. Kommt eh wieder. Bitte. Tisch. Sehr schön. Gut, die Aufgabe hätten wir erledigt. Jo, und das mit den 1000 Punkten können wir eh nicht machen. So, lad mal neu hier. Da kommen eh noch mal welche. Immer dieser Mausfall im Bild hängt, ne? Furchtbar. Oh, jetzt kommen 4 Stück. Okay, okay, okay. Fisch, bitte, nochmal Fisch. Oh Gott, 3-mal Fisch. Haben wir zum Glück. Okay, und du kriegst den da. So, hier haben wir noch einmal dreckigen Tisch. Putz. Nein. Uff. So, hier wird nicht geschlafen. Das kannst du aber knicken. Bitte, bitte. Und du kriegst natürlich nochmal den da. Sehr schön. Okay, der können wir nochmal den geben. So, Fisch. Das Akku lädt langsamer auf als vorher, kann das sein? Aber egal, da ist voll. Dauert wohl eine gewisse Zeit, bis es auflädt, aber hat doch alles geklappt. Sehr schön. Perfekt, würde ich sagen. Mehr kommt, glaube ich, auch nicht. Und so viel verdient haben wir jetzt auch nicht. Bäh. Ich lege viel Wert auf Sauberkeit. Jo, wenn man Kalifornien-Rolle ist, fühlt man sich auch aus meinem Ozean. Kennen wir doch. Eine Symphonie für die Geschmacksknospen. Ich würde sagen, die sind zufrieden. Das ist doch schön. Komm mit, du musst dir ansehen. Ah, sie hat meine Gurken im Umfang eines Baumstamms fertig. Ich kann es nicht erklären. Die Gurkensamen, die wir ausgesät haben, sind gestern erst gekeimt. Und jetzt ist das passiert.
Maya und Vren haben mir geholfen, das Ding aus dem Garten herzutragen. Was war alles an dem Dünger, dass die Gurke so schnell gewachsen ist? Es war völlig normaler Kompost. Ich hätte das nie mit Absicht hingekriegt. Hey, ich will diese Riesengurke nicht umsonst hergeschleppt haben. Machst du nun diese Riesenkapperrolle oder nicht? Kappa! Mal sehen. Ein Buch hat eine Person in kastenförmiger, zeremonieller Kleidung die Opfergabe zum Schrein gebracht. Du bist der Einzige hier, der so aussieht, Sushibot. Sonst hätte ich die Darbietung der Opfergabe selbst übernommen. Habt ihr eigentlich mal drüber nachgedacht, was passiert, wenn hier wirklich irgendeine mystische Kreatur erscheint? Im Buch ist die mythische Kreatur erschienen und hat die Opfergabe gegessen. Was ist dann passiert? Den Teil haben wir noch nicht entziffert. Okay. Das ist doch ein Scherz, oder? Wenn ihr mich fragt, wäre es eine Verschwendung, so eine fantastische Gurke nicht zu nutzen. Ich bin dafür. Wir machen das Ritual. Also dann, macht euch auf alles gefasst. Na, dann bin ich mal gespannt. Was? Ja, Mai. Okay. Ist das Salatfrau oder was? Was ist das? Das ist die Kreatur? Lecker. So ein köstliches Mal hatte ich seit mindestens 1000 Jahren nicht mehr. Entschuldige bitte, bist du die mythische Kreatur aus diesem Buch? Wie? Kreatur? Oh, tut mir leid. Es war wirklich ungeheuer ungehobelt, einfach drauf loszumampfen. Nein, nein, sieh mal, hier. Oh, wow. Wie sah ich denn damals aus? Das bist also wirklich du? Ja, das sind ich und meine zwei Geschwister. Wir lebten vor langer Zeit in Rolling Hills. Aber als das Essen hier zu schlecht wurde, haben wir uns aus dieser Dimension zurückgezogen. Wer hätte gedacht, dass mythische Kreaturen so wählerisch sind? Ich bin in Sachen Magie etwas aus der Übung. Ich kann den Fluch über Rolling Hills also leider nicht komplett aufheben. Deshalb habt ihr mir doch die Opfergabe gebracht, oder? Wie bitte? Ein Fluch? Oh, ups. Ich habe angenommen, ihr wisst das schon. Aber ich schätze, damals waren selbst eure Ur-Ur-Urgroßeltern noch nicht geboren. Vor langer Zeit wurde ein Fluch der Vergessenheit über Rolling Hills gelegt. Deshalb ist Rolling Hills immer noch so klein, während andere Städte mit der Zeit wachsen und sich verändern konnten. Als Dankeschön für eure Gabe habe ich mit meinem klein bisschen Macht einen Teil des Flugs aufgehoben. Dank Kappas Magie kann dein Restaurant jetzt Beliebtheitsstufe 10 erreichen. Ja, nice. Und vielleicht hilft uns das dabei, mehr verlorene Zeit gut zu machen. Kappa verleiht Sushibot die Fähigkeit, ein Turbo zu aktivieren, um sich mit übernatürlichem Tempo zu bewegen. Ich fürchte, mehr kann ich nicht bewirken. Aber vielleicht können ja die anderen Geister auch helfen. Ah, stimmt. Wir haben so viele Fragen an dich. Zum Beispiel, wie wir den Rest des Buchs entziffern und die anderen Geister treffen können. Also, wenn du mal Lust hast, komm einfach in mein Café. Es ist gleich um die Ecke. Klingt super. Wir sehen uns da. Und ich dachte, dieses Städtchen kann nicht noch schräger werden. Ja, okay. Naja, jetzt rennen hier grüne Salatfrauen rum. Speichern, sehr schön. Gut, Turbo! Drücke Kreis um im Restaurant und überall sonst einen kurzen Turbo zu aktivieren. Oh, kann einmal schon mal den Arsch retten, wenn es schnell gehen muss? Schön, ich würde sagen, wir spawnen noch ein bisschen Geld, oder? Wir müssen auf jeden Fall unser Essen verbessern. Aber wir gehen natürlich einmal im Café besuchen. Gut, ist wirklich nur ein sehr kurzer Turbo, aber... Da steht's hier schon. Plaudern, Kaffee. Sag mal, lade ich jemanden zum Kaffee ein. Ist sogar Aufgabe heute. Um wieder 1000 Gold. Machen wir? Wen möchtest du zum Kaffee einladen? Aman, Koge, Maya, Min. Vren wollen wir erstmal hochkriegen? Sushibot und Vren haben den Vormittag miteinander verbracht.
Meine Arbeit ist mir... Oh ja, schön aufgestiegen. Sehr wichtig. Aber ab und zu tut auch meine Pause gut. Dip, dip, dip. Müssen wir uns immer hier treffen? Fühle mich hier immer, als würde meine ach so brave Schwester mich von hinten dem Tresen beurteilen. Ich hab sie ja lieb, aber ihr ganzes Leben dreht sich um die Anerkennung von anderen. Sie war die Klassenbeste, dauerhaft Mitarbeiterin des Monats und so weiter. Kein Wunder, dass sie Papas Lieblingskind ist. Sushi Board hat mit Rin Zeit im Café verbracht und mehr über sie gelernt. Du hast Rin besser kennengelernt. Schutzhelm, Kopfbedeckung. Ein Sicherheitshelm, der den Kopf an Baustellen und in anderen industriellen Bereichen schützen soll. Er besteht aus festem Material und verfügt über ein System zum Abfedern von Stößen. Hüte. Öffne das Hauptmenü mit Start und wähle die Option Hüte, um einen deiner gesamten Kopfbedeckung aufzusetzen. Hey, wir haben noch unseren schicken Cowboy-Hut. Haben wir sie denn jetzt besser kennengelernt? Warte mal, Freunde. Ja, wir haben sie auf Stufe 2, kam aber nichts Neues dazu, erst bei Stufe 3, okay. So, ein bisschen Money Money haben wir noch, aber da wir ständig die Aufgaben kriegen, dass wir 1000 am Tag ausgeben sollen, sammeln wir erstmal ein bisschen Geld. Nützt ja alles nix. Und ansonsten, was haben wir sonst noch für Aufgabe? Kaffee einladen haben wir, Geld ausgeben, Tisch einladen, okay. Das setzt euch jedes Mal auf 0 zurück, ne? Ja. Gut, dann machen wir erstmal weiter mit unserem schönen, schicken Restaurant, damit wir erstmal an die 1000 kommen. Didi. Kommt rein, hier gibt's nur das beste Sushi und Kappa. Was will man mehr? Oh, mal was Süßes. Gut, zweimal was Süßes. Didi, didi. Okay, dreimal was Süßes. Didi, didi. Hier. Nein! Nein, 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 nein. Boah, nicht schlafen. Das dulde ich nicht. So, geputzt haben wir. Nein. Schlimm. Mann, dieser schlafende Gäste hier. So lang war jetzt mein Kaffee nur auch nicht. Idee. So, den Oma. Wollen doch nur Geld verdienen. Putzen. Danke. Naja, guck mal, zwei dreckige Tische hatten wir schon. Da kommen die nächsten Gäste. Na, da bin ich mal gespannt. Okay, du kriegst den. Okay, wir müssen sowieso neu laden. Ja, halt, den können wir noch rausrücken. Hier, nimm den Designerfisch, bitte. Du kriegst den da. Na, aber wir müssen sowieso neu laden. Hier, du kriegst den. Warte. Das geht vor. So, du nimmst den da. Und den haben wir natürlich auch den schicken noch. Wenn er will noch mal Süßes, dann kriegt er den da. So, da gibt's noch was Grünes, dann nimm den da. Bitte, Hauptsache wir kriegen Money. Wir müssen unbedingt unser Essen hochstufen. Wir kriegen ja kaum Geld rein. 569 sind wir jetzt. Aber zumindest können wir unser Restaurant jetzt wieder hochstufen. Das ist doch auch schon mal was Schönes. Vier Leute, das ist gut. Hier, Fisch. So, du kriegst Dosta. Boah, diese Blitzlichter. Die wollen alle von Sushi-Bot Fotos machen. So, du kriegst das da. Dann haben wir hier nochmal. Aber bitte keiner schlafen, ja? Das dulden wir hier nicht. Jo, komm sofort, immer mit der Ruhe. Essen ist im Anmarsch, bitte. Noch mehr Essen. Sehr schön. Keine dreckigen Tische mehr?
Ja, du kriegst das doch. Und gerade Sorgen. Mach's sauber hier. Danke. Na, geht doch. Dürfen auch die letzten vor heute gewesen sein? Aber 707 sind wir jetzt gerade mal. Jo, Restaurantstufe 6 sind wir. Das ist gut. Alle zufrieden? Sehr schön. Kaum zu glauben, dass ich das sage. Aber der Laden sieht echt schick aus. Danke? Nicht der Rede wert. Du hast bewiesen, dass du mit einem Lokal dieser Größe klarkommst. Vielleicht hättest du ja Interesse an einer etwas größeren Herausforderung. Komm mal in der Werkstatt vorbei. Dann können wir über eine Erweiterung für das Restaurant reden. Ja, okay. Das war irgendwie zu erwarten. Uramaki, Qualität 2. Kleiner Turbo gefälligst. Dieses Rezept lädt beim Servieren sofort die Sushimatik ein Stückchen auf. Na, das war schick. Neues Rezept haben wir. Den essen wir ein Röhrchen schnarchen. Und natürlich speichern. Recycling. Wenn du in der Stadt Müll siehst, kannst du mit X aufheben und mitnehmen. Und später in den Mülleimer neben dem Restaurant werfen. Dafür bekommst du eine kleine Belohnung. Ja, 1G. So, was sind denn die heutigen Herausforderungen? Erfülle jede Bestellung, wirf 3 Getränkedosen weg und wecke einen eingeknickten Gast. Okay, 3 Getränkedosen. Mal einen haben wir gerade gefunden, aber... die können ja wer weiß wo liegen. Okay, eins an dem anderen. Wir gehen jetzt erstmal in die Werkstatt. Dim, dim. Renovierung. Alles klar. Gucken wir mal. Hoffentlich wird das jetzt nicht allzu teuer. Hast du über mein Angebot, das Restaurant zu erweitern, nachgedacht? Ich brauche nur 500 G, um die Material- und Arbeitskosten zu decken. Was meinst du? Und dann kriegen wir wahrscheinlich auch mehr Gäste, ne? Und dann wird's noch stressiger. Das heißt aber auch mehr Geld. Machen wir. Gute Entscheidung. Ich hole dir gleich mein Werkzeug. Versuche mir nicht in den Weg zu kommen. Ja, kriegen wir schon hin. So, fertig. So, die Riesengurke haben wir gehabt und so. Alles gut und schön. Liegt hier irgendwo Müll rum. Wäre sehr genial. Hier nicht wirklich. Ich will noch mal kurz gucken, ob wir noch irgendwo frischen Müll rumliegen haben. Da liegt auf jeden Fall noch eine Dose. Das wäre die zweite. Komm, wir werden ja wohl noch eine dritte finden, oder? Kaffee müsste ich heute eigentlich auch einen einladen. Da liegt noch Müll. So, uns wird das Geld quasi so aus den Händen gerissen, ne? Wir können nicht jeden Tag ins Café, das geht nicht, das geht uns das Geld aus. Wir müssen ja auch unser Essen verbessern. Jetzt haben wir schon wieder 500 ausgegeben für das Restaurant. Okay, erstmal hier hin. 4 habe ich sogar, okay. Sehr schön. Hat er auch gezählt. Okay, und den Rest kriegen wir auch hin. Wir machen erstmal auf. Wie sieht's denn jetzt aus hier? Oh. Das heißt, es gibt wahrscheinlich später noch mehr Erweiterungen. Die Ecke geht bestimmt auch noch weg. Zum Glück ist hier noch kein Tisch. Ah ja, wir müssen eigentlich auch irgendwann mal neue Tische kaufen, ne? Wir machen jetzt erstmal so. Haben wir kein Geld mehr. Öffnen. Damit wir an Money Money kommen. Wird aber schwierig, das alles im Blick zu behalten, ne? So, oh Gott, Stufe 3er Essen. Da kann ich nicht mit dienen, mein Freund. So weit sind wir noch nicht. Ihr kauft einfach nicht genug. Ihr zahlt nicht genug. Dann dauert das alles ein bisschen. Du bist so ein 3er. Was bist du denn für einer? Die wollen wir hier nicht. So, wir müssen hier einmal. Danke. Der will nur 3er essen. Naja, dann nimm zumindest das. Es gibt ja immerhin noch 4 Sterne, ne? Putzen. Es will die auch 3er essen. Gib's hier nicht. So weit sind wir noch nicht. Den wollte ich. Wir brauchen erstmal Zutaten und dafür brauchen wir Geld. Dankeschön. So, lad mal neu hier das Ding.
Kann er noch ein bisschen aufladen wieder in der Zwischenzeit? Ja, das erste Mal. So, du kriegst den. Für dich haben wir. Für dich haben wir ebenfalls. Oh, natürlich eine Dreier-Süßigkeit. Haben wir nicht. Oh gut, wir hatten Dreier, das habe ich gerade gesehen. Hier, nimm Dreier Fisch. Ist ja schlimm hier. Okay, wir müssen eben leider... du kriegst das. Ich wollte den da. Den das so geben. Die warten ja zum Glück ein bisschen länger mittlerweile. Immer einmal neu laden, Leute. Danke. So. Ach, haben wir beim Griff Lüft. Wir können uns noch ein paar Belohnungen kaufen, wenn wir dann mal ein paar Punkte angesammelt haben und so, ne? Das lüft alles. Dann kommen die nächsten Gäste. Drei Stück. Jo, ne, 400 Zoll. Okay. Bitte. Wir müssen unbedingt unser Essen aufwerten. Aber ganz dringend. So, lad einmal neu. Okay. Kriegst du den da? Ne, du kriegst den da. Schlimm, diese Paparazzis hier im Restaurant. So, ist da mal Fischboy? Ne, dann kriegst du den da. Junge, Junge, Junge. Mach mal sauber hier. So, du kriegst den. Sehr schön. Sie kriegt den da. Und den gehen wir natürlich hier hin. Naja, zumindest haben wir die 500 wieder, ne? Das ist auch schon mal gut. Na, bestell noch was. Juhu. Okay, du kriegst den Dreier da. Sehr schön. Erreiche mit deinem Restaurant die Beliebtheitsstufe 10. Ja, immer mit der Ruhe. Was ist denn das? Hat er gerade Müll dahingeschmissen? Na, immerhin, Einnahmen von 344. Alle zufrieden? Naja, größtenteils 4-Sterne-Bewertung, klar, aber wir haben halt auch nicht so viel Dreier essen. Kommt alles noch? Suche nach der Tarnkrabbe. Wenn die Tarnkrabbe-Herausforderung aktiv ist, sieh dich überall nach Objekten um, die dort nicht hinzugehören scheinen. Womöglich versteckt sich dort die Tarnkrabbe. Okay, die sind ja aus. Alles klärchen. Aber wir müssen noch neue Zutaten kaufen. So, Objekte, die da nicht hingehören zu scheinen. Alles klärchen. Gucken wir mal kurz. Wir haben Tarnkrabben-Event. Oder? Plaudere mit Aman, erfülle jede Bestellung, finde die Tarnkrabben. Ja, die müssen wir sogar finden. Was kriegen wir hin? Und Aman, wenn wir schon plaudern, wir wollten eh in den Supermarkt. Okay, das war einfach nur eine leere Dose. Wir gucken uns hier einmal kurz um. Hier ist nichts weiter. Hier auch nicht. Irgendwo wird die gute ja wohl sein. Ich vermute mal, die stecken in irgendeiner Dose. Hier ist aber nichts. Oder sie tanzt hier ganz irgendein Möbelstück, Fahrrad oder so. Aber hier sieht alles so aus, als gehört es dahin. Aber das Dorf ist ja ein Tickle größer, ne? Das kriegen wir schon alles hin. So, hier noch irgendwas? Nö, ne? Gut, hier kommen wir nicht durch. Aber ehrlich gesagt, sieht hier alles normal aus. Na gut, am Strand können wir mal gucken. Krabbenstrand passt irgendwie. Okay, da liegt auch noch eine Dose da oben. Da liegt ein Geschenk.
Ein Moment, das gehört hier definitiv auch nicht hin. 100G? Ja, die nehmen wir doch gerne mit. Und das war auch nicht die Tarnkrabbe? Für die Büsche sind sie was nett. Mäh. Was ist das für ein Schild? Tarnkrabbe, Mist, du hast mich erwischt. Diese Scheren wollen einfach gefunden werden. Okay. Das Schild? Die Krabbe war das Schild? Okay. Schön. Okay, ich muss hier runter. Wir haben sie auf jeden Fall. Schön. Oh, ich schmeiß die Dose weg. 3 Stück haben wir. Danke. Wir wollten doch einkaufen gehen. Dann können wir auch gleich mit Aman quatschen. Wer hätte gedacht, dass mein Schnurrbart mal zu meinem Wahrzeichen wird? Aber es zeigt mal wieder, unsere Einzigartigkeit hebt uns von anderen ab. Ja, so kann man es auch nennen. Warte mal, was haben wir denn für Zutaten? Eigentlich nur noch die Zwiebeln, okay. Und dann ist eine Aluske. Jo, gefähr die Aluske. Danke. So, Gummimakrele, GV. Haben wir noch so ein Ei, GV her. Wir nehmen alles mit an Zutaten, können unser Essen mit verbessern. Ein Verführerling, GV her. Solange das Geld sagt. Aber umso mehr Geld verdienen wir ja auch, ne? So, eine Gummimakrele. Dankeschön. Was hast du hier noch, mein Freund? Umso mehr Geld verdienen wir nachher, ne? Ah, die hatten wir noch gar nicht. Lashoi Plus, siehst du mal. So, eine Elektrizie, die haben wir zwar. Nehmen wir trotzdem mit. Kann man mir schon auf Vorrat haben. Und den haben wir hier noch. Profita, okay. Wir kaufen den ganzen Laden leer. Schon wieder so eine Elektrizwiebel? Schön, aber wir haben alles gekauft. Alles klar. Wer hat er hier nicht? So, Herausforderungen müssen wir nur noch die Bestellung erfüllen. Jetzt gehen wir erstmal auf Zutaten. Na, guck mal hier, dann können wir so viel Essen reinknallen. Und wir haben nur den auf 3. Dann nehmen wir den jetzt mal. Gut, der ist aber noch nicht auf 3. So, den knallen wir da rein. So, und den nächsten auch nochmal. Guck mal, sehr schön. Das gute Ei. Ne, ist trotzdem noch nicht auf 3. Ich glaube, wir müssen die Stufen komplett erreichen, um es auf Qualität 3 zu kriegen. Kann das sein? So, dann hauen wir nochmal den guten Pilzmann rein. Ja, plus 1 Qualität auf Stufe 5. Siehst du mal, das ist jetzt auf Stufe 3. Jo. Dann hau den hier rein. Wirke das Essen ja, glaube ich, nicht. Dankeschön. So, die nochmal. Das kam nochmal sehr gut dazu. Und gleich nochmal. Wir wollen das Essen ja schließlich besser kriegen. Das geht hier rein. Haben wir auch schon Stufe 3. Den können wir da nochmal reinknallen. Wir müssen wirklich jeden Tag Zutaten kaufen. Um alles hochzukriegen. So, den kriegen wir. Dort, den kriegen wir definitiv noch höher. Das geht, glaube ich, bis Stufe 5. Kann das so sein? Bei manchen Essen zumindest. Gut, noch ist es nicht so weit. Jetzt haben wir keine Zutaten mehr. Freunde, Dekor haben wir jetzt auch nichts weiter. Herausforderungen. Müssen wir nur noch die Bestellung erfüllen. Alles klärchen. Haben wir zumindest ein weiteres Essen schon mal auf 3. Dann lass uns aufmachen, den Laden. Wir müssen ja erstmal auf Stufe 10 kommen. Mach auf. Restaurant öffnen. Oh, der Bürgermeister persönlich. Jo, sehr schön. So wollen wir das. Oh, mal Süßes. Okay, du kriegst den noch. Aber wir brauchen nochmal Süßes. Nein, 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 nein. Hier wird nicht geschlafen. Wobei kommt das noch? Ach komm, nimm den. Du kriegst den.
Der Bürgermeister war auch schon wieder Süßes. Verschlimm hier. Dreckiger Tisch, nix da. Also müssen diesmal wohl sehr oft neu lernen. So, das haben wir mittlerweile schon auf 3. Ich mag voll die Mucke hier, tut mir leid. Ist schön. So, lad mal neu hier. Kann er gleich neu aufladen. Da kommen die nächsten Gäste. So, die Herrschaft den Wünschen. Ach, hier, 3 haben wir inzwischen. Hier, 2. Du kriegst nochmal einen 3er zum Abschied. Nein! Uff, das war knapp. Okay, wir machen mal neu lernen. Deep, deep. Immer diese schlafenden Gäste, furchtbar. Deep, deep. Kriegen Sie einen Moment. Hier, nehmen Sie den da. Deep. So, die Dame will auch nochmal. Ah, ein bisschen Kleingeld gibt es ja wieder. Sehr schön. So, laden wir einmal neu. Da kommen eh nochmal Gäste. Diese Blitzlichter sind echt. Das war scharf eben. Ah, doch 4. Ich wollte gerade sagen, diesmal nur 3. So, einmal eine 2er Süßigkeit. Und 2er Fisch. Nein, sieh doch nicht. Oh Mann. Ihm wollte ich das geben. So, Sie kriegen nochmal das. Einmal neu laden. Aber gut, zufrieden war sie anscheinend trotzdem. Die interessiert anscheinend nur die Stufe. Okay, wir müssen einmal neu laden. Nützt alles nix. Bitte sehr. Oha. Hier sehe ich aber nur Mist, du. Dreckiger Tisch. Ah, egal. Muss ihm 2er zufrieden. Was ist denn das? Darf er wohl nicht wahr sein hier? Schmeiß eine Dose auf mein Boot. Ich glaub's halt nicht. Bitte. Zum Glück warten die mittlerweile schon eine ganze Weile dank der Deko. Aber erfüllt haben wir auf jeden Fall jede Bestellung. Ich glaube, mehr kommt auch nicht, oder? Naja, dafür, dass wir so viel Geld ausgegeben haben. Die Bewertungen sind größtenteils gut. Ja, Stufe 7 sind wir mittlerweile. Was will man mehr? Lüfter, würde ich sagen. Ein Träumchen. Hab Mitleid mit einem müden Reisenden. Ach, wollt's, dass ich nur einen Moment eher eingetroffen sei. Sieht aus wie Maler oder so. Soll es mein Schicksal sein, vom Hunger gequält von dannen zu ziehen? Das ist doch nicht so dramatisch. Ich kann dir schnell was kochen. Welch Segen. Dank dieser köstlichen Speise ist mein Lebensfunke wieder erwacht. In meinem Wahn stellt ich mir Rüstung vor. Doch nun wird mir gewahr, mein Retter besteht aus Metall, ganz und gar. Und doch bringt dieser wundersame Traum solch süße Meer. Sprich, Freund, welch Ambrosia ist dies? Ich bin's Sushi-Board und das hier ist mein Restaurant. Hier gibt es Sushi. In der Tat, ich selbst durchstreife auf der Suche nach der Muse süßen Kuss. Als wandernder Bade dieser weltlichen Gefilde, beeinst die Meister lang vergangener Zeiten. Doch sind viele Jahre nun ins Land gezogen und noch immer zeitigt mein Streben keine Früchte. So frei auch meine Füße wandeln, hält doch die Schreibblockade meine Seele gefangen. Bis jetzt. Die Legende von Sushi-Bot soll mein Meisterwerk werden und dessen Bühle Rolling Hills.
Ich mache mich sogleich auf, meiner neu gefundenen Pflicht nachzukommen. Wir haben hier ein Badendorf, schön. Okay, und neues Rezept gibt's auch. Tebaki, ein Kassenschlager. Gäste zahlen mehr für dieses Rezept. Ist das schön? Sowas hat man immer gern? Jo, dann speicher mal schön, mein Freund. So muss es. Ah, hat doch funktioniert. Und die heutigen Aufgaben wären, erkundige dich nach Jorgs Manuskript. Gut, wir müssen erstmal draußen gucken. Ändere deine Tapete oder den Bodenbelag. Plaudere mit drei verschiedenen Leuten und gib schon wieder 1000 Gold aus. Ja gut, wir müssen ja aber auch nicht jeden Tag die Punkte machen, ne? Können wir eigentlich einsehen, wie viele Punkte wir haben? Nee, ne? Dann müssen wir wirklich zu ihr, ne? Also die Hüte, also die Erfolge, nö, können wir so nicht. Gut, kriegen wir alles hin. Aber trotzdem, vor heute am Ende ist doch ein schönes Spiel. Ich finde es zumindest, es ist entspannt, vor allen Dingen auch lustig. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.